willkommen zum zweiten Tag Zukunft für alle Kongress. Es ist der erste Tag, volles Programm. Es wird spannend und vielfältig. Welcome everyone for the second day of Future for All Conference. It's the first day of program and it's going to be exciting and still speaking the verse. If you need interpretation from German into English language, I ask you to click the button below your video window. We just give it a second for you to switch the sound. Wenn ihr euch von Deutsch ins Englische Dolmetsching wünscht, klickt doch den Button unter dem Videofenster. Ich heiße Mike Korzenewski, ich arbeite beim Konzeptwerk Neue Ökonomie und freue mich heute, den Morgen mit euch zu beginnen und den Auftakt zu moderieren. Ich finde es ganz toll, dass so viele schon vor den Kameras, Computern, Hörern zu Hause oder wo ihr auch seid, mit dabei sind und einige auch hier schon in Leipzig. Wir sind in der Zukunftszentrale. Das ist der zentrale Ort, wo wir Streaming-Veranstaltungen, größere Veranstaltungen bis Sonntag machen und zeigen. Für die nächsten Tage, aber auch bis Samstag, wird es jeden Morgen schon einen gemeinsamen Start geben, einen Morgenauftakt von einer Stunde. Immer von 9.30 Uhr bis 10.30 Uhr wollen wir inhaltlich anregend starten und schon einmal einstimmen auf die Themen Utopie und Visionen für sozial und ökologisch gerechtere Gesellschaften und auch Transformation, das heißt den Wandel dahin. Das alles durch die Perspektiven intersektional und feministisch. Wir haben heute schon einen Gast, eine Referentin, die ich dann später noch vorstellen werde, Dr. Natasha Kelly. Bevor ich sie vorstelle, noch kurz zum Ablauf des heutigen Morgenauftakts. Im Anschluss an einen Vortrag, den Natasha uns gibt, wird es die Möglichkeit zum individuellen Reflektieren für Fragen und Antworten geben in einem kleinen Gespräch. Darauf möchten wir dann noch mit einer gemeinsamen Botschaft für die Zukunft und Natasha zusammen abschließen. Und ich gebe euch dann noch ein paar organisatorische Punkte mit auf den Weg für den Tag. Nun möchte ich euch Dr. Natasha Kelly vorstellen, unseren heutigen Gast und Referentin, die ihr im Stream dann zugeschaltet sehen werdet. Für mich ist sie auch eine großartige Lehrerin und auch eine liebe Freundin über die letzten Jahre geworden und ich freue mich, sie vorstellen zu können. Natasha ist promovierte Kommunikationssoziologin mit dem Forschungsschwerpunkt Kolonialismus, Postkolonialismus und Feminismus. Sie hat an zahlreichen Hochschulen gelehrt und geforscht, unter anderem in Brasilien, in den USA, Österreich und Deutschland. Natasha arbeitet ebenfalls als Kuratorin. Sie ist Gründerin des Postkolonialwarenladens IDEWA, der seit 2010 als Wanderausstellung, Bildungs- und Interventionsprojekt arbeitet. Außerdem ist sie zwischen 2015 und 2018 künstlerische Leiterin der Theaterreihe My Sisters am Hebbel am Ufer Hautheater in Berlin gewesen. 2018 entstand ihr Debütfilm Millis Erwachen im Rahmen der 10. Berlin Biennale. Der ist mittlerweile preisgekrönt und international wie national rezipiert. Als Autorin hat Natasha Kelly schon einige Bücher veröffentlicht und ich kann nur einige nennen. Zum Beispiel Sisters and Souls 2015, Inspiration von Maya Yim im Orlando Verlag, Afrokultur, der Raum zwischen gestern und morgen im Unrast Verlag erschienen 2016, ebenfalls im Unrast Verlag relativ frisch das Sammelband Schwarzer Feminismus Grundlagentexte. Ihr aktuellstes Buch heißt The Comet, Afrofuturismus 2.0. Es ist gerade frisch im Orlando Verlag erschienen, kann bestellt werden. Zum Thema Afrofuturismus wird Natasha heute sprechen und uns einiges aus ihrem Buch präsentieren. Natasha, schön, dass du heute da bist und sprichst. Somit übergebe ich mit großer Freude das Wort an dich. The floor is yours. Vielen Dank und guten Morgen allerseits. Ich sehe und höre euch nicht, aber ich gehe einfach mal davon aus, ihr seid da. Ja? Und werde mal in die Zukunft starten. Mein Vortrag zum Thema Afrofuturismus 2.0. Starten wir mal mit Donald Trump. Er ist nicht nur der schlechteste Präsident, den die USA jemals hervorgebracht hat,
Er ist auch der Unglaubwürdigste. Schon im Zuge seines Wahlkampfes forderte er den Bau einer Mauer zwischen Mexiko und den USA. Mexiko sollte diese Mauer allerdings finanzieren. Bis heute ist noch kein Stein auf den anderen gesetzt worden. In seiner Ansprache vor den stationierten Truppen an der Miramar Naval Air Base in Kalifornien im März 2018 war von einer Space Force die Rede. Die digitale Welt, Twitter und Co. machten sich einem Ohr hin. Aber war diese Forderung so absurd, wie sie im ersten Moment zu sein schien? Nun, wenn wir die Aussage so ernst nehmen, wie seinen Wunsch, eine Mauer zu bauen, ist sicherlich nichts dahinter. Unrealistisch oder abwegig ist diese Idee allerdings nicht. Militärisch betrachtet wäre ein Space Force von Vorteil. Aufgrund der Lichtreflexion durch gasförmige Moleküle, warum der Himmel auch blau ist, kann ein Flugzeug im Weltraum eins in der Atmosphäre leichter abschießen, als es umgekehrt der Fall wäre. Die Expansion einer militärischen Streitmacht in eine neue Ebene wäre vor allem für die Wirtschaft förderlich. Denn die Ressourcen der Erde sind begrenzt und eine weitere Aufrüstung ließe sich mit Wirtschaftsfaktoren besser begründen als mit vorangegangenen Bedrohungsszenarien wie zum Beispiel der Kalte Krieg. Der Abbau von Mineralien aus dem Weltraum ist daher keinesfalls eine Idee, die ausschließlich auf Science Fiction basiert, sondern ein erforderlicher Schritt zum Erhalt der neoliberalen Marktwirtschaft. Und weil wir Donald Trump inzwischen als kontrollsüchtigen, machtbesessenen Wahnsinnigen kennengelernt haben, sind, wie sollte es anders sein, Kontrolle und Macht seine primäre Motivation. Mindestens 20.000 Satelliten sind im All unterwegs, um die Menschen mit Signalen für das Fernsehen, Internet oder zur Navigation zu versorgen. Das führt zu Platzproblemen. Vor allem ungenutzte Satelliten, denen im wahrsten Sinne des Wortes der Sprit ausgegangen ist, sorgen immer wieder für Gefahr. Im September 2019 beispielsweise traf es den ersten europäischen Satelliten Aeolus, dessen Triebwerke gezündet werden musste, um einen anderen Satelliten auszuweichen. Es wird um die Wette an Projekten geforscht, die Satelliten im Weltall wieder fit zu machen. Doch bislang sind Wartungssatelliten, die ausgelaugten Satelliten anfliegen, wieder auftanken oder mit neuen Bauteilen versehen, sehr kostenpflichtig für private Satellitenunternehmen. Hier kommen die staatlichen Weltraumagenturen ins Spiel und damit auch Trumps Space Force. Sie sollen in die Verantwortung genommen werden, entsprechende Technologien herzustellen und zu qualifizieren. Doch was können wir aus den technologischen Kulturen der Vergangenheit lernen? Und wie können wir eine technologische Zukunft entwickeln? Und was hat das mit Afrofuturismus zu tun? Nun, zahlreiche Afrofuturistinnen haben bereits die Verwobenheit von Technologie und Imagination in einer chronopolitischen und chronohistorischen Art und Weise aufgezeigt. In ihrem Aufsatz Afrokultur gestalten, wie sieht afrofuturistische Technologie aus, was in meinem neuen Buch erschienen ist, bezieht sich Florence Ifeoma Okoye auf Yatasha Womack und beschreibt soziologische Phänomene wie Race als Technologie, die auf die gleiche Weise entdeckt wurden, wie Menschen Uhrwerke oder Dampfkraft entdeckt hatten. Nur in diesem Fall waren sie nützlich für die Massenunterdrückung und Ausbeutung von Menschen. Konnte die Industrialisierung bringen, weil Menschen versklavt wurden und Afrika um ihre Ressourcen beraubt wurde.
Okoye verweist weiterhin darauf, dass neue Beispiele für rassistische künstliche Intelligenz untrennbar mit der jüngsten Entwicklung des internationalen Ressourcenkrieges auf dem afrikanischen Kontinent verbunden sind. Da die Nachfrage nach seltenen Erdmineralien ironischerweise mit unserem Bedarf an nachhaltigen Technologien zunimmt. Durch die Akzeptanz sozialer Strukturen als äquivalent zu Verbrennungsmotoren und iPhones, so Okoye weiter, verfüge das afrofuturistische Framework allerdings über einen eingebauten Widerstand. Denn Afrofuturismus hat seinen Ursprung in der Versklavung und Kolonialisierung afrikanischer Menschen, was mit der Vision von Freiheit einherging. In den 1990er Jahren wurde die Idee wieder aufgegriffen und hat sich seitdem zu einer systematischen und spekulativen Denkweise schwarzer Menschen entwickelt. Zukunftsorientierte schwarze Wissenschaftlerinnen, Künstlerinnen und Aktivistinnen beanspruchen nicht nur ihr Recht, ihre eigenen Geschichten zu erzählen, sondern auch das eurozentrische Expertinnenwissen und ihr Narrativ über die Kultur der anderen, sowohl in der Vergangenheit, in der Gegenwart als auch in der Zukunft zu kritisieren und damit ihre vermeintliche Autorität, die alleinigen Interpretinnen von schwarzen Lebensformen und einer schwarzen Zukunft zu sein, in Frage zu stellen. Mit diesen Überlegungen ist afrofuturistische Technologie laut Okoye nicht einfach eine Technologie, die von Schwarzen geschaffen wurde. Es muss zwei Sachen beinhalten. Einmal ein Aspekt, der die Befreiung von und eine Neukonfiguration unserer Beziehungen zu rassistischen und anderen Formen der Unterdrückung ermöglicht. Und zweitens eine Kalkulation dessen, wie rassistische Technologien mit den Technologien der Rohstoffgewinnung verflochten sind, die die Umweltkrise verursacht haben, in der wir uns gerade befinden. Während es wichtig ist zu erkennen, dass schwarze Menschen zum gegenwärtigen wissenschaftlichen und technologischen Fortschritt beigetragen haben, ist es auch unerlässlich, einen Schritt zurückzutreten und zu erfragen, woraus wir eine andere technologische Kultur erschaffen können. Bevor ich aber weiter auf diese Fragen eingehe, würde ich gerne noch einen Auszug aus dem Text von Molefi Keti-Asante zu Afrozentrismus und Afrofuturismus aus meinem Buch. Ich hoffe, ihr könnt es sehen. Lesen. Ja. Und zwar: Wer definiert, welche Imaginationen im afrikanischen Sinne futuristisch sind? Wie können wir sicherstellen, dass die besten schwarzen Zukunftsvisionen möglich sind? Was für Modelle haben wir derzeitig in den Inkubatoren? Welche Hebel der Macht können derzeitig genutzt werden? Ich, sprich Molefi, gehe davon aus, mehr noch erfahre ich in der Tat, dass wir unsere Zukunft nach denselben Theorien, die wir unsere Realität haben, kreieren. Das ist genau der Grund, warum Afrika keine afrikanische Zukunft ohne afrikanische Geltendmachung, ohne afrikanische Agency hat. Afrozentrismus bleibt das dominante philosophische Paradigma, um die Rolle afrikanischer Agency voranzutreiben und Afrikanerinnen anzuhalten, ihre eigenen Geschichten, Erfahrungen und Möglichkeiten zu untersuchen. Ich werde mich nur nach europäischen und asiatischen Schriftstellern orientieren, wenn ich meine eigenen nicht kenne. Kenne ich aber meine eigenen, kann ich auch andere erforschen und mir so einen Überblick darüber verschaffen, was ich von anderen vorgeschlagenen Zukunftsvisionen zu erwarten habe. Ohne diesen Vorteil bin ich in einem Schrank ohne Licht und ohne den Schlüssel, der die Tür zu meiner Freiheit öffnet, eingesperrt und kann mich weiterhin nicht behaupten.
Beobachtungen zufolge haben keine der Theorien, die wir über Astronomie haben, Einfluss auf die Sterne, den Mond oder die Planeten. Dennoch theoretisieren Sozialwissenschaftlerinnen oft und ihre Theorien werden zu der Welt, in der wir leben. Als Afrofuturistinnen haben wir möglicherweise nicht die Kapazitäten, alles, was in der Zukunft passiert, zu beeinflussen. Doch stellen wir die Plattform, von der sich die Taucherinnen ins tiefe All unserer Imagination begeben können. So wie wir es mit Fragen der Kultur machen, werden wir möglicherweise die Idee von Ethnofuturen oder Pluralfuturen überdenken müssen, wenn wir Afrofuturen, Sinofuturen, Golffuturen etc. meinen, während wir Europa weglassen. Ich lebe nicht länger in einer Welt, in der Europa aus dem Kreis gehalten wird, als stünde es über den Kreis von Ethnizitäten. Europa selbst ist gefüllt mit Ethnizitäten. Es ist, als würde von Multikulturalismus gesprochen, ohne Europäerinnen mit einzubeziehen, oder als würde von indigenen Gesellschaften gesprochen, ohne zu denken, dass alle Menschen, die nicht Invasorinnen sind, indigen sind. Als Afrozentrist gefällt mir Europa innerhalb des Kreises niemals, aber über ihm. Mir gefällt es, wenn europäische Kulturen neben anderen Kulturen niemals, aber außerhalb menschlicher Kultur berücksichtigt werden. In der Vergangenheit hat Europa sich außerhalb menschlicher Kultur platziert, indem es sich als universell durchsetzte. Alle Auflagen müssen als wesentlicher Teil ethischer Werte herausgefordert werden. Hierbei handelt es sich nicht nur um eine persönliche Distinktion, sondern um eine, die sich auf alle Formen bilateraler, kollektiver Interaktionen anwenden lässt. Hierin liegt die Kernaussage meiner Anmerkung. Afrofuturismus entfernt den europäischen, patriarchalen, maskulinistischen, militaristischen und toxischen Rassismus aus unserer Zukunft. Natürlich halten wir unsere europäischen Freundinnen dazu an, dasselbe zu tun, so dass wir wie eine Art Maatic Spirit in der Welt hervorbringen, der nach Frieden, Harmonie, Konsens, Gerechtigkeit und Reziprozität strebt. Was wir für die Zukunft bewahren, sind die besten Ideale unserer selbst. Afrozentristinnen und Afrofuturistinnen haben kein Interesse daran, die schlimmsten Beispiele unserer eigenen Geschichten für die zu bewahren. So wie Octavia Butler demonstrierte, müssen wir uns natürlich der Vergangenheit zuwenden, um uns mit der Zukunft konfrontieren zu können. Es wird in der Zukunft Konflikte, Debatten, Diskurse, Provokationen und ethnisch gespannte Verhältnisse geben, so wie es derzeit der Fall ist, weil nicht alle Menschen an diesem Prozess projizierter Erhaltung der besten Elemente beteiligt sein werden. Es wird jene geben, die eine trumpianische Haltung einnehmen und glauben, dass sie nur für sich selbst sein sollten. End of text. Wenn wir also an Trump's Space Force denken, stellt sich mir die Frage, ob wir ans Ende des technologischen Fortschritts angekommen sind oder auf wessen Kosten die Kolonialisierung des Weltraums erfolgen wird. Und an der Stelle verbleibe ich, wiederhole vielleicht mal meine Fragen oder gebe zuerst an Mike zurück. Hörst du mich? Danke dir vielmals für den sehr inspirierenden Input und auch besonders als weiße Person das hören zu dürfen, möchte ich sehr wertschätzen und ich schätze auch, dass es sehr inspirierend war für alle, die zuhören. Wenn du möchtest, können wir noch mal kurz auf die Fragen schauen, die du relativ am Anfang deines Inputs gestellt hast. Genau, ich wiederhole die Fragen noch mal, es sind einige. Vielen Dank. Was können wir aus den technologischen Kulturen der Vergangenheit lernen und wie können wir eine technologische Zukunft
entwickeln. Mhm. Mhm. Das ist die erste. Mhm. Dann geht es weiter. Augenblick. Woraus können wir eine andere technologische Kultur erschaffen? Mhm. Und sind wir am Ende des technologischen Fortschritts angekommen? Mhm. Oder auf wessen Kosten wird der Weltraum kolonialisiert? Vielen, vielen Dank, Natascha. Das sind im Umfang deines Inputs auch genau die richtigen Fragen. Wenn ich das höre, sie geben ja so viele Punkte wieder, die du schon uns eröffnet hast. Und ich habe auf jeden Fall Gänsehaut bekommen. Es ist ein wunderbarer Morgenimpuls gewesen. Ich würde eigentlich sofort gerne alle, die zuschauen, alle, die zuhören, auch einladen, sich diesen Fragen selbst mal zu stellen, sich kurz Zeit zu nehmen, darüber zu reflektieren, vielleicht höchstens 30 Sekunden, eine Minute, vielleicht die ersten Impulse zu hören und uns, sobald es geht, in den Chat zum Stream eure vielleicht Antworten und Anmerkungen und Fragen dazu zu stellen. Wir haben nicht so viel Zeit, weil wir so spät dran sind, deswegen würden wir eine kleine Selektion an Rückmeldungen an Natascha geben und kurz dazu sprechen. Genau, nehmt euch kurz Zeit. Ja, fühlt euch sehr eingeladen, den Chat zu bedienen. Ihr habt die großartige Chance, auch mal mit Natascha Kelly direkt zu sprechen, über den Chat natürlich, so etwas um die Ecke. Und ich würde mich auch freuen zu hören, was eure Gedanken sind. Okay, zwischendrin habt ihr schon das Chat-Team auch kurz gesehen, die sich darum kümmern. Und ich habe schon was bekommen, Natascha. Hast du... Bist du ganz Ohr? Kann ich dir sagen, was ich bekommen habe? Die Frage ist, welche Rolle spielt Technik im Afrofuturismus? Vielleicht kannst du darauf kurz eingehen. Ich bin natürlich in der Kürze, es war ja jetzt nur ein Input-Referat, schon habe ich es angesprochen. Wenn ich nochmal auf ihre Tasche Womack verweise, die wirklich sagt, dass Race in sich eine Technologie ist. Mhm. Das ist also ein möglicher afrofuturistischer Ansatz, wenn es um Technologie und die Bedeutung von Technologie geht, mhm. ist ja im Prinzip, dass Rassismus ohne Technologie gar nicht möglich gewesen wäre. Mhm. Ja? Mhm. Und letzten Endes Race an sich das Endprodukt einer technologischen Entwicklung war. Mhm. Ja? Mhm. Ganz konkretes Beispiel, wenn... Sprich gern weiter. Jetzt höre ich gerade Musik. Habt ihr das auch gehört? oh. War das bei mir? Entschuldigung. Wo war ich denn geblieben? Genau, Race and Technology. Race ist Technology. Also ein ganz konkretes Beispiel, um überhaupt Schädel messen zu können, beispielsweise, mhm. bräuchte es die technologische Handwerkzeug, die grundsätzliche Idee dahinter, die ganze Biologisierung, die Pathologisierung, wäre ja ohne Technik in Anführungsstrichen gar nicht möglich gewesen. Deswegen ist sozusagen insgesamt von einer Racial Identity Technik überhaupt nicht zu trennen und damit auch vom Afrofuturismus Technologie überhaupt nicht trennbar. Ja? Es bestimmt ja seit der Versklavung unsere soziale Realität,
Das ist auch ein weiteres Beispiel, dass überhaupt durch die Industrialisierung, was ja der technische Fortschritt war oder bedeutete oder hervorgebracht hat, es ja versklavte Menschen gebraucht hat. Also billige Arbeitskräfte, um nicht zu sagen freie Arbeitskräfte, die ja diesen technischen Fortschritt in Form der Industrialisierung ja vorantreiben. Also das sind zwei Beispiele, wo eben Race und Technology überhaupt nicht voneinander zu trennen sind. Mhm. Und das spiegelt sich in der Zukunft wieder. Und die Idee ist, des Afrofuturismus ist es ja genau zu sagen, es geht ja mit meiner Fragestellung einher, wie eben afrofuturistische Technologien oder eine afrofuturistische technologische Kultur erschaffen werden kann, um dieses Jahr überhaupt zu überwinden. Mhm. Ja? Weil wir können ja nicht mit denselben Technologien in die Zukunft gehen. Das ist ja das, was häufig vergessen wird. Dass beispielsweise alle Programme ja auch rassifiziert sind. Alle Daten, die wir in irgendeiner Weise programmieren in unseren Systemen, die sind auch alle rassifiziert. Mhm. Rassismus ist ja kein Gebilde, was man irgendwie dann wegtun kann, sondern es ist etwas, was sich in alle Systembereiche einschleicht und auch in digitalen Räumen. Das dürfen wir halt nicht vergessen. Das nehme ich auf jeden Fall mit, Natascha. Ich glaube, die Frage hast du gerade sogar schon in die zweite, die zurückkam, nämlich was sind konkrete sogenannt rassistisch geprägte Technologien oder rassifizierte Technologien schon mit reingenommen. Mhm. Vielen Dank dafür. Ich glaube auch, diese Verbindung aus dieser sozialkulturellen und politischen, sowohl als ökonomischen Ebenen zu sehen, ist ganz, ganz wertvoll, das nicht als vielleicht minimales Technologieverständnis zu sehen, sondern viel stärker das sozial und politisch eingebettet zu verstehen. Ja, und das intersektional zu betrachten, das ist ja ganz wichtig. Da spricht ja wieder die schwarze Feministin in mir. Ja. Das ist, wir beispielsweise die Umweltfragen nicht ohne Rassismusfragen klären können. Ja, ja, also dass die, um bei dem Beispiel der Industrialisierung zu bleiben, die Industrialisierung ist die Grundursache des Klimawandels. Und die Industrialisierung, wie ich gerade beschrieben habe, ging ja mit Versklavung und Kolonialisierung einher. Auf der einen Seite hat es die Arbeitskräfte gebraucht und auf der anderen Seite die Resources. Warum Afrika geplündert wurde, warum Menschen versklavt wurden, ist ja, um den technischen Fortschritt überhaupt zu ermöglichen, Industrialisierung zu ermöglichen. Die Folge der Industrialisierung ist, was wir jetzt heute in Form vom Klimawandel, Erderwärmung etc. erleben. Mhm. Ja? Und die Dinge dürfen nicht getrennt gesehen werden. Und das ist, glaube ich, etwas, was wir für die Zukunft oder in die Zukunft mitnehmen müssen, die jetzt beginnt, das ist ja nichts, was weit weg ist, sondern wir sind schon in der Zukunft, ist es ja Dinge intersektional zu sehen und zu verstehen. Kämpfe an den unterschiedlichen Fronten zu verbinden. Ich kann da vielleicht anschließen, weil es gibt auch die Rückfrage, du hast das schon, finde ich, sehr gut angerissen, was eher innovative soziale Innovationen für eine gerechte Gesellschaft werden oder eine Frage, die ich finde, die daran anschließt, welche Kriterien für solche utopischen Technikentwicklungen und Anwendungen gibt uns denn zum Beispiel die afrofuturistischen Perspektiven, kommen aus den Communities of Color? Welche Kriterien siehst du gerade, die du teilen möchtest, Natascha, für eine vielleicht gleichberechtigte Zukunft oder vielleicht würdest du es anders nennen? Gib uns da gerne noch Einblick. Ich bin mir nicht sicher, ob ich deine Frage verstehe, okay. Wenn ich ehrlich bin. Kannst du das ein bisschen runterbrechen? Ja, genau. Es geht eigentlich nochmal darum, du hast das nochmal klar gemacht, es ist historisch eingebettet, wie Technologien kulturell funktionieren. Das war super wichtig zu verstehen, auch Beziehungen zu Race und Rassismus klar zu machen, dass das Technologien sind. Der Blick geht ja aber weiter. Du hast gesagt, wir fangen jetzt schon an, in der Gegenwart, mit Zukunft, mit Vergangenheit hin und her zu schauen. Was sind soziale Innovationen deiner Meinung nach für eine gerechte Gesellschaft der Zukunft? Wo kannst du da Anknüpfungspunkte sehen und vielleicht uns auch Ausblick geben? Ich glaube, eine große philosophische Fragestellung, die sich uns demnächst alle stellen wird,
also weltweit, egal eigentlich aus welcher Perspektive wir schauen, ist was wirklich, was Zeit und Raum bedeuten. Mhm. Das sind ja philosophische Fragestellungen, die beschäftigen uns ja seit jeher. Ne? Mhm. Und ich glaube, dass wir sie jetzt nochmal neu denken müssen, gerade im digitalen Raum. Wir sind miteinander plötzlich verbunden. Ich weiß gar nicht, wo ihr alle seid. Ich bin gerade hier im fast verregneten Berlin und spreche mit euch. Das sind ja so ganz andere Raumüberbrückungen ja überhaupt möglich. Und eine Sache, was eben der Afrozentrismus, den ich ja vorhin angesprochen habe, im Unterschied zum Eurozentrismus hat, ist genau diese Vorstellung auch von Zeit, diese Zeit-Raum-Vorstellung. Es ist ja, während im Eurozentrismus beispielsweise etwas irgendwo anfängt, linear verläuft und irgendwo aufhört, ist Zeit zirkulär im afrozentrischen Denken. Es gibt keinen Anfang und kein Ende, sondern alles bedingt sich gegenseitig. Wir müssen, um Zukunft zu gestalten, müssen wir in die Vergangenheit zurück, die Vergangenheit in die Gegenwart holen, und um Zukunft zu gestalten. Mhm. Also Zukunft oder Futur ist nichts etwas, was jenseits unseres jetzigen Seins ist, sondern wir sind jetzt schon in der Zukunft aus einer afrozentrischen Perspektive, zeitlich betrachtet und auch räumlich betrachtet. Und das Digitale ist ja eigentlich das beste Beispiel dafür. Die Frage wäre ja, wo befinden wir uns ja eigentlich? Ne? Also jenseits nationaler, globaler, lokaler Ortsbestimmungen sind wir ja miteinander dennoch verbunden in einem virtuellen Raum. Aber was bedeutet das wirklich, dieser virtuelle Raum? Mhm. Und ich glaube, dass das tatsächlich in Zukunft andere philosophische Fragen oder alte philosophische Fragen nochmal neu aufmachen wird. Als ganz konkretes Beispiel, wenn das seine Frage war. Ja, vielen, vielen Dank. Das hat mich auf jeden Fall nochmal mit selbst abgeholt. Ich wollte dir kurz die Möglichkeit geben, vielleicht nochmal auf die Sachen, die du eingehst in The Comet, Afrofuturismus 2.0, kurz mal drauf zu scheinen, wenn du magst. Und dann würde ich bald in den nächsten Part gehen. Könnt ihr es sehen? Ich weiß gar nicht, mein Licht blendet hier ganz furchtbar, aber ein wenig. Dieses Buch, ja. Danke. ist das Ergebnis eines Symposiums, was ich vor 2 Jahren am Hau-Theater gehalten hat. The Comet ist benannt nach einer Kurzgeschichte von W.E.B. Du Bois. Und diese Geschichte hat er exakt vor 100 Jahren geschrieben. Nach der letzten Pandemie, die sogenannte spanische Grippe. Nach der spanischen Grippe oder im Zuge der spanischen Grippe, diese Pandemie, erfolgte der sogenannte Rote Sommer, wo eben schwarze Menschen auf die Straße gegangen sind und sich gegen den weißen Terror gewährt haben. 100 Jahre später stehen wir vor derselben Geschichte. Das ist wieder ein Beispiel dafür, wie Vergangenheit wieder in die Gegenwart geholt wird und wir auf einer ganz perfiden Art wieder Zukunft bestimmen, was eigentlich schon vergangen sein sollte, es aber nicht ist. Wir haben Corona, eine Pandemie, wir haben die Black Lives Matter Bewegung, Proteste gegen weißen Terror. Und ich glaube, dass diese Geschichte in sich von Du Bois, was 1920 eben geschrieben wurde, also wirklich exakt vor 100 Jahren, heute nochmal eine ganz andere Bedeutung bekommt. Und da sind unterschiedliche Philosophen, Künstlerinnen, es gibt ja auch, leider seht ihr das jetzt halt nicht so gut hier irgendwie online, hinten ist eine Bildergalerie auch drin, oh, wow, von verschiedenen Künstlerinnen. Mhm. Und die thematisieren genau Afrofuturismus 2.0, also was eine neue Welle der afrofuturistischen Bewegung ist, was jenseits von Sun Ra, Jazz und Entertainment reicht, sondern eben tatsächlich in die philosophischen, in die Philosophie geht, in die Wissenschaft geht, in Technik geht, technische Fragen umfasst und so weiter und so fort. Und letzten Endes eigentlich die Aussage ist, dass wir tatsächlich schon in der Zukunft sind und gar nicht noch lange darauf warten, sondern eben wie die Geschichte sich halt wiederholt, befinden wir uns genau in einem zirkulären Gebilde von Zeit, wie ich es vorhin versucht habe zu erklären, und kommen immer wieder an derselben Stelle an, weil wir immer wieder dieselben Parameter benutzen. Immer wieder dieselben Programme benutzen.
immer wieder unser Digital Code sozusagen nicht verändern. Ja? Und solange wir das nicht tun, wird auch der Rassismus weiterlaufen, auch digital weiterlaufen. Mhm. Und das ist etwas, was sozusagen eine von vielen Aussagen in diesem Buch ist, was ich für heute eben rausgepickt habe, weil ich dachte, das passt ganz gut als Auftakt für euch, um mit in den Tag zu nehmen sozusagen. Aber ich kann euch das Buch wirklich nur ans Herz legen. Kannst du uns den Titel nochmal sagen, Natascha? Das wäre gut. The Comet, warte, wie kriege ich das hin, dass ihr das besser seht? Vorhin habe ich das geübt, es funktioniert. Sag es uns einfach vielleicht nochmal. Ja, The Comet Afrofuturism 2.0. Und das könnt ihr tatsächlich direkt bei mir bestellen. Oh, wow. It's direct sale. Support the artists. Ja. Also im Prinzip, schreibt mir eine E-Mail, n.kelly@gmx.de. Das ist der Vordruck. Es dauert noch 2 Wochen, bis die komplette Auflage da ist, weil wir noch mal gucken mussten wegen Print, wegen Bilder, ob das alles stimmt. Aber es stimmt tatsächlich alles. In 2 Wochen kann das Buch bei euch sein. Mhm. Schreibt mir eine E-Mail. Follow me on Instagram natascha.a.kelly und schickt mir eine kurze Nachricht. Ihr bekommt das Buch direkt per Buchsendung von mir zugeschickt. Okay, ihr habt alle gehört. Natascha hat die Hand drauf. Sie kümmert sich darum, dass ihr den brandneuen heißen Scheiß bekommt. Natascha, danke für die Vorstellung von deinem Buch und dieses großartige Projekt. Danke für die Einladung. Und ich finde euer Kongress große Klasse. Danke, dass ihr den Blick in die Zukunft wagt. Super. Das ist die perfekte Überleitung. Vielen, vielen Dank. Auch noch an das Publikum für die Fragen. Zur nächsten Sache, die wir vorhaben, eine kleine Überraschung. Du weißt schon, worum es geht, Natascha. Ich erkläre kurz, was passiert für die anderen, die es noch nicht wissen. Es gibt ein Mitbringsel, das wir in die Zukunft mitnehmen wollen. Dafür haben wir einen Koffer für die Zukunft hier in der Zukunftszentrale in Leipzig aufgestellt. Und jede Referentin, jeder Referent für die nächsten Tage hat sich was überlegt, was wir in die Zukunft oder bis 2048 für eine Zukunft für alle mitgeben wollen. Natascha, du hast ja auch schon was überlegt und vielleicht kannst du da ganz gut dran anschließen, wo wir jetzt gerade waren. Was hast du uns mitgebracht? Ich habe euch den Schlüssel mitgebracht, der die Tür zu meiner Freiheit öffnet. Ha. Okay, du hast ihn schon... Oh, ist er unterwegs? Wow. Ich glaube, ich habe ihn hier gefangen. Ja, der ist angekommen, Natascha. Wenn ich darf, vielen, vielen Dank für die Beigabe. Sie steht sicherlich auch symbolisch für viele Kämpfe und für das, was du inhaltlich stark gemacht hast heute. Ich würde den mit in unseren Zukunftskoffer legen und mit allem, was gegeben wird, auch mitschicken. Vielen, vielen Dank. Vielleicht noch danke mal, und danke sehen. Euch. Okay. Das ist super, das ist wirklich ein schöner Auftakt, auch schönes Geschenk für diesen Koffer und deine Beigabe, meine ich. Ich bin immer noch sehr, sehr berührt von deinem Vortrag, Natascha, der auch sehr viele Fragen und Inspirationen mitgibt. Und, ich hoffe. Sehr. Ich würde dich gerne noch einladen, kurz noch mit bei uns dabei zu sein, weil wir noch 1, 2, 3 Informationen organisatorischerseits haben und dann würde ich mich auch gerne noch bei dir verabschieden. Aber dass wir noch den gemeinsamen Abschluss finden. Genau. Ja, bleib dran. Okay. Und zwar geht das jetzt nochmal raus an alle, die dem Kongress beiwohnen. Es sind 3 Infos, die ich mit euch teilen möchte. Es gibt jeden Tag, was auch ein wichtiger Part ist von einem partizipativen, verbundenen, basisdemokratischen Kongress, eine Bezugsgruppenphase von 14 bis 14.30 Uhr. Ihr könnt euch kennenlernen und austauschen. Zur Inspiration dafür haben wir in den Räumen, die für die Bezugsgruppen zur Verfügung stehen, den Big Blue Button Räumen, Folien vorbereitet. Ihr könnt euch das anschauen, ihr könnt aber auch eigene öffnen auf dem Whiteboard und sie befüllen mit euren Ideen. Eine weitere Info sind die Open Spaces, wie ich gerade schon erwähnt habe. Der Austausch, die Vernetzung, der konkrete Schritt für die nächsten Handlungen, Politiken, Kulturen, inspiriert von Natascha und anderen oder euren Ideen, kann auch dort gemacht werden. Jeden Tag im 3. Slot 17 Uhr bis 18.30 Uhr.
Ihr könnt heute da vorbeischauen und die nächsten Tage in der digitalen Bar. Bis 19.30 Uhr heute könnt ihr auch noch Themen für morgen schicken, falls ihr dort Beiträge machen wollt. Und als drittes und letzte Info, es gibt ja für jeden Workshop, für jede Veranstaltung die Betreuung technischerseits Tech-Hosts. Traut euch, wir brauchen noch Unterstützung. Es braucht kein Vorwissen, es gibt eine Hilfe, da reinzukommen. Ihr könnt euch bei der E-Mail-Adresse zfa-digital@riser.net melden. Die wird dann auch nochmal eingeblendet. Genau, gut. Das war der Infoblog. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Natascha, ich möchte mich nochmal ganz lieb, ganz, ganz herzlich für deinen Input und die ganz inspirierenden Ideen und die Kritiken und auch die kämpferischen, widerständigen Inputsteile bedanken. Ich hoffe, viele können dir den Weg folgen oder weiter mit dir gehen. Ich freue mich auch dabei zu sein. Ich wünsche allen einen schönen Tag, besonders dir, Natascha. Bis bald. Bis bald und vielen Dank. Einen schönen Kongresstag und dann weiter für die Zukunft für alle.